Berlin Anfang Juni. Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses. Der Präsident des Inlandsnachrichtendienstes äußert Ungeheuerliches. Er sei überzeugt davon, dass Edward Snowden ein russischer Spion sei. Mir hat's richtig Spaß gemacht, kann ich nur sagen. 2 Jahre habe ich mich drauf gefreut. Heute war es soweit. Edward Snowden, ein russischer Agent. Der Mann, der die Überwachungsexzesse der NSA aufgedeckt hat. Ein Spion Moskaus. Es würde bedeuten, dass alle die, die sich in dem Zusammenhang engagiert haben, sich irgendwie naiven Helfer und Helferinnen irgendwie von Russland gemacht haben. Und es würde natürlich irgendwie die ganze Auseinandersetzung um Überwachung und Bürgerrechte in eine ganz andere Richtung versuchen zu wenden. Für den Angriff auf Snowden benutzt der Präsident des BfV einen Kniff, der für den Chef einer Sicherheitsbehörde ziemlich ungewöhnlich ist. Er sagt, zu Beginn, dass er nichts von dem, was jetzt kommt, beweisen kann, um dann ausführlich zu erklären, warum er sicher ist, dass Snowden ein russischer Agent ist. Ein einmaliger Vorgang, der selbst Mitglieder der Regierungskoalition auf die Barrikaden treibt. Wenn man von einem Präsidenten des Inlandsgeheimdienstes hört, Herr Snowden sei ein russischer Agent, dann geht man zunächst einmal davon aus, dass eine solche Behauptung auf Tatsachen fußt. Wir haben ihn dann gefragt, ich persönlich habe ihn gefragt, ob er dafür Tatsachen, ob er Belege dafür hat. Er hat sich geweigert, diese Tatsachen zu benennen. Maaßens Auftritt vor dem Ausschuss ist der Höhepunkt einer Kommunikationsoffensive, mit der Russland die Schuld an jenen Differenzen zugeschoben werden soll, die durch die Veröffentlichung der Snowden-Papiere entstanden sind. Das Besondere an der Kampagne: sie kommt vollständig ohne Beweise aus. Ich glaube, dass Herr Maaßen mit vielen, vielen Äußerungen, die er in der Vergangenheit getätigt hat, es war ja kein Einzelfall, sein Auftreten bei uns im Untersuchungsausschuss, mit dieser Art, wie er kommuniziert, per se ein Sicherheitsrisiko für dieses Land ist. Und ich würde ihm zu jeder Zeit nahelegen, sich mal zurückzunehmen und zu überlegen, ob es nicht Zeit für einen Rücktritt wäre. Seit März wird Edward Snowden öffentlich eine Agententätigkeit für Russland unterstellt. Ganz vorne mit dabei Bild.de, das Online-Portal der Bild-Zeitung. Moritz Czermak beobachtet deren Berichterstattung zu Snowden von Beginn an. Die aktuellste Anschuldigung, dass er eben Russenagent ist, beruht auf einem Radiointerview in den USA. Da hat ein gewisser Klintsevich, also ein russischer Beamter, Bild.de rückt ihn so ein bisschen in die Nähe des Militärgeheimdienstes. Und der hat behauptet, wenn Snowden da in Russland sitzt, da kann ich mir schon vorstellen, dass da was passiert. Und Inlandsgeheimdienste, die werden schon versuchen, an Informationen zu kommen. Das wird immer so gemacht. Und wenn das immer so gemacht wird, dann wird das bei Snowden auch so gewesen sein. Und daraus macht Bild.de dann eben die Schlagzeile, der Kreml gibt zu, Snowden ist Russenagent. Für den Chefredakteur von Bild.de, Julian Reichelt, ist Snowden nichts weiter als ein amerikanischer Geheimdienstler, der sich nach Moskau abgesetzt hat. Schon deswegen sei es absolut plausibel, dass Edward Snowden mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeite. Bei solchen Überlegungen geht es um Plausibilitäten. Wo sind denn die Belege? Also das Stichwort Plausibilitäten ist da, glaube ich, extrem wichtig. Wir haben es mit jemandem zu tun, der sich sehr bewusst als Geheimdienstler sehr bewusst in ein feindliches Land abgesetzt hat. Die Plausibilität dahinter ist erstmal, dass es sich um eine Form von Verrat handelt. Wenn wir über Belege sprechen, das ist etwas, was ich durchaus sehe, muss man sagen, dass die sehr, sehr schwer zu führen sind, weil wir halt über eine Welt dort reden, nämlich die Welt der Geheimdienste, in der Belege bestmöglich vernichtet, unterdrückt, verschleiert werden. Der spitzeste Fehler gegen Snowden führt ein Mann namens John R. Schindler. Bild.de präsentiert den ehemaligen NSA-Mitarbeiter als Geheimdienstexperten. Kritiker sagen, ausgerechnet einen amerikanischen Ex-Geheimdienstler zum Experten für Snowden zu machen und für einen Geheimdienst-Whistleblower wäre so ein bisschen schwierig. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, die ganze Edward-Snowden-Geschichte ist inzwischen nach 2,5 Jahren getragen von einem Narrativ aller Snowden-Fans. Und dieses Narrativ lautet, wann immer sich der Vertreter einer westlichen Institution gegen Snowden wendet, ist das ja kein Wunder, weil der gehört ja mit zu diesem
unterdrückerischen System. Ein Hauptvorwurf der Kritiker? Snowden habe Informationen über westliche Dienste, aber nie zu Russland preisgegeben. Warum soll er Dokumente zu Russland leaken? Ja? Ja, aber er hat auch welche zu Deutschland geleakt. Ja, aber da geht es um diese Kooperation. Er sagt ja, es gibt einen Global Reach-Ansatz der NSA, die eben mit einem bestimmten Prinzip, Bereitstellung von Software und Technik, über die Partnerdienste, und das ist nun mal der BND und nicht Nordkorea oder Russland, dieses weltweite Netz der Überwachung aufbaut. Das heißt, sein Fokus war immer der auf die USA, auf die NSA und was machen die mit anderen? Kurz nach dem umstrittenen Auftritt Maaßens vor dem Untersuchungsausschuss meldet sich Edward Snowden per Twitter zu Wort, auf Deutsch. Für den Bild.de-Experten John A. Schindler ist das der ultimative Beweis, dass Snowden mit den Russen zusammenarbeitet. Wolfgang Kahnig ist der Anwalt von Edward Snowden. Für die Sache mit dem deutschen Tweet hat er eine viel einfachere Erklärung. Es könnte ja auch sein, dass er zu seinem deutschen Anwalt oder zu anderen Menschen in Deutschland so engen Kontakt hat, dass man sich darüber auch kurzfristig verständigen konnte. Ein Geheimdienstchef und das Flaggschiff des deutschen Boulevards erklären zeitlich, erstaunlich effektiv getaktet, Edward Snowden zum russischen Agenten. Und das ohne jeden Beweis. Das ist tatsächlich ein einmaliger Vorgang in der Bundesrepublik.